Tja, Leute, herzlich willkommen zu meinem FAQ. Ihr habt mir vor einiger Zeit einige Fragen gestellt. Es sind mittlerweile über 150 Fragen reingekommen. Die werden wir jetzt langsam hier Schritt für Schritt ein wenig abarbeiten. Und ich würde sagen, legen wir mal los. Und vielen Dank für die ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Wir werden einige Videos daraus machen. Und auch unter diesem Video könnt ihr mir natürlich eure Fragen stellen, die dann vielleicht dann kommen werden, eventuell. Ich habe mich heute auch für euch ein bisschen schick gemacht, wie ihr seht. Ja, ich habe hier heute mein gutes Hemd angezogen, das ich normalerweise nur bei Beerdigungen trage. Also wird es auf jeden Fall lustig. Ja, bis nachher. Wir hauen jetzt rein. Ich glaube, scheiße. Sascha Illich fragt, wo in Österreich lebst du eigentlich? Tja, das ist eine gute Frage. Wo in Österreich lebe ich eigentlich? Man nennt das hier gerne Tirol bzw. Innsbruck, da komme ich her, hier bin ich auch geboren. Und, nee, warte mal, das ist doch die andere Frage. Egal. Ja, ich bin hier in Tirol. Ich wohne in Tirol, ist sehr, sehr geil, ich bin hier aufgewachsen. Ich finde es hier wunderschön, wir haben sehr schöne, große, fette Berge, auf denen ich nie oben war, weil ich zu fett bin. Aber immerhin schaue ich sie mir gerne von unten an. Martin Dachauer fragt, wie bist du zum YouTuber gekommen? Tja, ich denke, deine Frage ist, wie bist du zu YouTube gekommen? Ja, wie bin ich zu YouTube gekommen? Ich habe damals einfach mir mal gedacht, bei einem Spiel, irgendwie komme ich hier nicht ganz weiter. Irgendwie muss ich jetzt gucken, wie ich da jetzt weiterkomme. Hey, da gibt's doch YouTube, da hörst du immer Musik. Damals hat man bei YouTube wirklich nur Musik gehört. Und dann habe ich ein Let's Play zu einem Spiel gefunden von Sarazar. Und da helfen konnte er mir nicht wirklich, weil er selber überhaupt keinen Plan hat von Zocken. Aber ich habe dann irgendwie gesehen, Alter, das macht irgendwie Bock, das könntest du eigentlich auch machen, ne? Dann habe ich angefangen mit Let's Plays und vor einem Jahr ungefähr mit Let's Plays aufgehört, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber ja, so bin ich zu YouTube gekommen, durch Sarazar, weil ich mir gedacht habe, ich kann das auch. Und man sieht ja mittlerweile, ich habe mehr Abos als er, also ich bin viel besser als er. Sarazar kann nichts, ich bin der Beste. Aber er hat mich zu YouTube gebracht. Nageria fragt, welches Spiel würdest du niemals im Leben aufnehmen und warum? Niemals heißt nie, 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 nie. Komme, was wolle. Ich denke nicht, dass es so ein Spiel gibt, das ich wirklich nie, 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 nie aufnehmen würde. Ich meine, ich bin einer, der gerne viele Spiele zockt und gerne alles auch mal irgendwo antestet, aber aufnehmen ist ja wieder eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, RC Unity wäre so ein Ding, was ich mir niemals irgendwie kaufen würde und auch niemals spielen würde, oder auch Rambo The Video Game, was auch ein riesengroßer Schrott ist, ja. Also RC Unity und Rambo The Video Game, das sind zwei Spiele, die mir direkt irgendwie einfallen und mehr fällt mir da auch nicht ein. Sonst habe ich eigentlich immer alle Spiele, die ich gerne irgendwo mal teste und wenn mir irgendwas nicht gefällt, so Simulationen oder so ein Zeug, was ich ja nicht wirklich der Fan davon bin, dann habe ich einen Gary. Der Gary zieht sich alle solche Scheißspiele rein, ne? Ja, das denke ich beantwortet hier die ganzen Fragen. Oder beziehungsweise die Frage. Girlkick Chan fragt, wie alt bist du eigentlich und wann hast du Geburtstag? Ich bin 26 und habe am 26. Oktober 1988 Geburtstag. Ich bin so alt. SchnittyLP fragt, auf welches Spiel freust du dich 2015? Es gibt eigentlich nur ein einziges Spiel, wo ich mich mittlerweile wirklich sehr darüber freue, dass es endlich kommt, und zwar The Witcher 3. Sonst fällt mir da eigentlich nichts direkt spontan ein. Ich bin mittlerweile nur noch ein Multiplayer-Gamer, wie COD, Battlefield, FIFA. Ich weiß nicht, Singleplayer-Spiele reizen mich nicht wirklich mehr so. Aber ja, Evolve, genau, Evolve noch. Und sonst fällt mir leider nichts mehr so spontan ein. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu recherchieren, weil meistens soll das ja alles aus dem Kopf rauskommen, was man hier labert, ne? Also ja, Evolve und The Witcher. Mr. Cool83 fragt, was hält deine Schwester Familie davon, dass du YouTube machst? Tja, was halten sie von YouTube bzw. dass ich YouTube mache? Meine Schwester findet es geil. Ja, man hat sie ja auch gesehen vor kurzem, wie sie ja auch COD gespielt hat. Da wird auf jeden Fall auch nochmal was kommen. Sie findet es auf jeden Fall cool. Sie steht auch komplett hinter mir. Sie steht auch hinter mir, dass ich auch bald meine Sprecherausbildung machen möchte. Also Radio, Synchronsprecher, Kanugas. Also sie steht auf jeden Fall hinter mir. Die Mutter findet es auch ziemlich cool. Wobei ich aber sagen muss, meine Mutter ist ja auch schon irgendwie ja, älteres Baujahr. Ja, sie versteht es noch ganz nicht wirklich, dass ich da jetzt irgendwie alleine vom PC sitze, Videos mache und dass mich aber viele Menschen zusehen und viele Menschen sehen. Sie versteht das leider noch nicht ganz. Ja, sie kennt sich auch mit Smartphones und all so Zeug nicht aus. Ja, meine Mutter ist 46 geboren. Ja, das ist Ewigkeiten. Ja, sie ist jetzt auch schon 66, 67. Also für ältere Menschen ist natürlich YouTube wirklich irgendwo Neuland. Die checken das immer noch nicht. Mein Vater checkt das auch nicht so ganz. Aber sie unterstützen mich großteils. Ja, oft haben sie auch gesagt, ja, das ist doch irgendwie Zeitverschwendung. Wieso machst du denn den Blödsinn? Und dann sage ich, aber Mami, ich werde irgendwann mal größer als Gronkh und werde reich. Und dann sagt sie, super, endlich machst du was aus deinem beschissenen Leben. Ja, irgendwie so in die Richtung. Nee, aber Spaß beiseite. Sie finden es cool, ja, meistens. Aber hin und wieder ziehen sie mich auch ein bisschen auf, aber das ist auch einfach der schwarze Humor, den wir in der ganzen Familie haben. Ja, es ist einfach so. Aber sie stehen großteils hinter mir. So. Martin Dachauer fragt, wo bist du geboren?
Tja, habe ich, glaube ich, davor schon gesagt, ich bin in Innsbruck geboren. Ja, Innsbruck, hier, Tirol. Im Herzen Tirols, Innsbruck. Und hier werde ich auch noch ein bisschen bleiben, bis ich dann irgendwann mal abhaue aus diesem Scheißland. Ich mag Österreich nicht. Nee. Nee, Spaß, ich mag Österreich. Aber Deutschland oder Schweiz ist cooler. Da gibt es auf alle Fälle mehr. Ja? Viel mehr. Glaube ich halt. Sollte so sein. Sehen wir dann. Crystal Next fragt, warum hast du so einen Hammercharakter? Ja, erstmal danke fürs Kompliment, dass ich einen Hammercharakter habe, aber ich weiß nicht. Ich denke mal, Menschen entwickeln sich alle mit der Zeit und man wird irgendwann mal einfach zu einem Mensch, der man jetzt halt irgendwie ist, durch die ganzen vergangenen Dinge, die einem halt eben passieren, und man entwickelt sich immer weiter und wird dann irgendwann mal halt eben zu der Person, die man ist. Und ja, bei mir war das halt eben auch so, dass ich viel Fehler gemacht habe, auch damals, also jetzt nicht irgendwie so in Richtung kriminelle Sachen, sondern auch ja, so halt eben Fehler, also dass ich viel falsch gemacht habe. Aber das hat mich halt eben alles irgendwo zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, und heute schätze ich und sehe die Dinge anders als damals, und heute schätze ich auch viel mehr Dinge und auch viele Kleinigkeiten. Und ja, man entwickelt sich einfach irgendwo dahin. Ich kann einfach nicht sagen, ja, ich habe wegen dem und dem, sondern ist einfach so. Und ich glaube auch, dass viele Menschen vielleicht auch irgendwo sagen würden, hey, du hast gar keinen tollen Charakter, du bist ein Arschloch, du bist ein eingebildeter Wichser, du bist eine Missgeburt, du bist das, du bist das. Hat jeder seine Meinung. Vielen Dank, dass du das, meinen Charakter gut findest. Ja, finde ich gut. Ich zeige mich ja immer auch immer auf YouTube so, wie ich wirklich bin. Und ja, ich kann es nicht wirklich sagen, warum. Ja, ich bin einfach so. Ja, ich bin einfach so kaputt im Kopf. Ja, ich kann nichts dafür. Die Ärzte haben auch versucht, mir zu helfen, aber die haben gesagt, da ist nicht mehr viel zu tun. Nee. Die Olle Ecke 09 fragt, Spacker 08 fragt, wann schneidest du deine Haare kurz und spielst du auch mit Abonnenten? Ich spiele tatsächlich so ein bisschen mit den Gedanken, mir mal meine Härchen hier zu schneiden. Allerdings bin ich es mittlerweile schon so gewohnt, ich liebe meine Haare. Ja? Ich mag das einfach und es passt auch einfach zu mir und auch zu meinem Bärtchen und so. Es bin einfach ich. Ja? Ich mag einfach diese langen Haare. Ich glaube, mit kurzen Haaren würde ich gar nicht gut aussehen. Ja? Ich glaube, mit kurzen Haaren würde ich nicht gut aussehen. Ich kenne mich noch von damals, von alten Bildern, wo ich noch ein bisschen jünger war, mit kurzen Haaren. Da sah ich aus wie ein Vollidiot. Ich meine, ich sehe jetzt auch aus wie ein Vollidiot, aber immerhin ein bisschen besser. Ich mag nicht so, ich mag lange Haare. Ich habe mir aber gedacht, bevor ich 30 werde, eventuell, vielleicht mache ich mir dann eine Glatze, bevor ich noch 30 werde. Es ist noch nicht sicher, aber ich will das auch mal erlebt haben. Aber ich glaube, ich würde sie mir danach wieder lange wachsen lassen. Denn ich finde, Männer sind erst richtig männlich mit schönem Bärtchen und langen Haaren. Das sind für mich richtige Männer. Ja? Aber das sieht natürlich jeder wieder anders. Ja? Es gibt auch viele junge Frauen, die sagen, ja, Mann mit langen Haaren, das geht überhaupt nicht. Nein. Das geht nicht, aber viele stehen auch wieder drauf. Ja. Vor allem Rockerbräute, die stehen auf Männer mit langen Haaren. Ja. Und ich habe nur mit solchen meistens auch zu tun. Von daher, perfekt. Ja. Die hängen dann auch immer meinen Haaren. Oh, du hast so schön. Ich habe immer so richtig lange Haare gehabt, ja. bis hier, bis ganz runter. Und dann sind die Frauen gar nicht mehr weg von meinen Haaren, ja. Weil die so fasziniert waren davon. Aber gut, und ja, spielst du auch mit Abonnenten? Ja, mache ich auch hin und wieder. In den Videos mal auch mal einer dabei, der bei uns im CS ist und einfach mal ein bisschen mitspielt. Community zocken, jo, vielleicht mal wieder. Könnte man auch mal wieder machen. Einfach mal so ein Community zocken, wo man einfach alle Leute einladet auf dem Teamspeak und mal gemeinsam einfach mal ein Spiel zockt beim Livestreamen oder so. Eventuell mal gucken, ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, ich hätte sowas mal wieder ein bisschen Bock. Ja, ja, könnte man mal wieder machen. So Leute, das war auch schon das FAQ für heute. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal für das erste Video 10 Fragen her. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lang dieses Video wird und wie ich das bearbeiten werde und wie das, was dann dabei rauskommt und wie lang das sein wird. Ich weiß es nicht, alles experimentell. Ist ja auch mein erstes Mal hier, ich werde in Jungfert, das ist mein erstes FAQ. Ich habe mir gedacht, ich werde halt für jedes Video irgendwo 10 Fragen halt immer nehmen und die dann auch beantworten. Und ich denke, das ist okay. Ich denke, das ist okay. Und ja, danke fürs Zusehen, danke fürs Supporten, danke für alles und ich, was ist denn das hier? Na egal. Ja, nicht vergessen, nun den Like-Button zu vergewaltigen, denn sonst vergewaltige ich euch und ich habe eine ziemlich fette Faust, wie ihr seht. Ja? Ich habe eine fette Faust und wenn die in euer Anus eindringt, dann ist vorbei. Ne? Der Gerdi hat das auch schon mal erlebt. Also wie gesagt, Like nicht vergessen und danke für euren Support und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss. Thank you.
Musik.